richtig schön zu sehen, dass du heute mal wieder gute Laune hast. Ein Zeichen, dass es dir besser geht. Oh, so schlimm war es gar nicht, aber vielen Dank. Es war nur ein leichter Anfall von Sumpffieber. But I'm feeling fine now. Richtig gut. Gut genug, um heute auszureiten mit Forbes Lamotte. Aber du heiratest doch in ein paar Wochen. Ich dachte, du würdest deine ganze Zeit mit James verbringen. Immerhin ist er der Mann, den du heiraten wirst. Also wenn ich ihm schon die Ehre erweise, in unsere Familie hineinzuheiraten, bin ich doch nicht gezwungen, die letzten Tage meiner Freiheit in seiner langweiligen Gesellschaft zu verbringen. Du sprichst von der Ehe wie von lebenslänglichem Kerker. So wird es mit Billy und mir nicht sein. Billy Hazard ist auch nicht besser als die anderen. Du kleines Dummerchen. Du glaubst doch nicht etwa all die Lügen, die er dir in seinen Briefen schreibt. Dass er dich über alles liebt und dass er dich heiraten will. Weißt du, dasselbe hat er vor nicht allzu langer Zeit auch zu mir gesagt. Du hasst Billy ja nur, weil er mich will und nicht dich. Oh, Brad. Das ist nicht wahr. Ich will dich doch nur vor Enttäuschungen bewahren. Du bist doch schließlich meine Schwester. Dann musst du doch auch verstehen, dass ich Billy liebe und dass wir entschlossen sind zu heiraten. Schon bald. Aber gewiss doch. Und wir werden eine große Familie sein mit einem Dutzend Kindern. Das sind 12 mehr, als ich haben will. Dann sorg aber dafür, dass er dich auch heiratet. Vorher. Können Sie mich hören? Ich bin bei Ihnen, um Ihnen zu helfen. Keine Angst. Ihr Mann ist auch hier. Er ist äußerst besorgt. Ich versuche wirklich alles, aber Sie müssen tun, was ich sage. Ja. Sie müssen sich unbedingt zwingen, etwas zu essen. Ich habe getan, was ich konnte, Doktor, um Sie zu überreden, aber sie hat sich geweigert. Nicht wahr, Liebste? Ich werde versuchen, etwas zu essen. Ich versuche es, wenn der Doktor meint, ich muss. Aber Sie müssen auch in Zukunft meine Verordnungen befolgen. Sehr viel Ruhe, heißer Tee und wenn Sie sich danach fühlen, etwas feste Nahrung. Aber das Wichtigste jedoch ist, dass Sie täglich und regelmäßig dieses Stärkungsmittel einnehmen. Sie werden doch dafür sorgen, dass sie Ihre Medizin nimmt. Ich werde sie persönlich mit dem Löffel verabreichen. Und dieses Zimmer muss gelüftet werden. Selbstverständlich. In ihrem Fieberwahn hat sie niemanden hier hereingelassen, der aufräumen konnte. Es wird schon wieder werden, meine Liebe. Es ist kaum zu glauben. Sie hat sich praktisch zu Tode gehungert. Nach etwa einer Woche wird das Stärkungsmittel bei Ihrer Frau nicht mehr nötig sein. Dann können Sie es durch das andere Mittel ersetzen. Durch das, das opiumhaltig ist? Ja. Nach der Beschreibung Ihres Verhaltens vor dem Nervenzusammenbruch halte ich diese Behandlung für absolut notwendig. Ich wünschte, es gäbe eine andere Möglichkeit. Aber ich wüsste nicht, wie man ihre Nerven anders beruhigen könnte. Ich fürchte, dass sie sich etwas antun wird, wenn ich nicht hier bitten, um auf sie aufzupassen. Natürlich. Es werden jedoch bestimmte Symptome auftreten. Ermüdung, Anzeichen vorzeitigen Alters. Was allerdings auch natürlichen Ursachen zugeschrieben werden kann. Den Anforderungen und Spannungen des täglichen Lebens.
Mrs. Lamotte sollte nie erfahren, dass sie ein opiumhaltiges Mittel einnimmt. Noch eine Frage, Doktor. Wie lange kann diese Behandlung fortgesetzt werden? Unbegrenzt. Aber ich fürchte, nach einer Weile wird sie davon abhängig werden. Hm. Danke, Doktor. Guten Tag, Doktor. Guten Tag. Madeline. Ori, wie nett, Sie wiederzusehen. Was ist passiert? Hast du es dir anders überlegt? Ich habe jeden Tag in der Kapelle auf dich gewartet. Ich weiß, es ist gefährlich, hierher zu kommen, aber ich wollte wissen, wie es dir geht. Treffen wir uns morgen? Ich muss wissen, was geschehen ist. Es tut mir leid, das ist zu schwierig. Madeline! Ori! Justin, ich komme wegen der Einladung zu Ashtons Hochzeit. Sie ist nächste Woche und da wir noch keine Antwort haben, dachte ich... Ich bitte um Entschuldigung. Ich hatte gehofft, dass es Madeline bis dahin so gut geht, dass sie daran teilnehmen kann. Geht es ihr denn so schlecht? Nein. Sie ist in ärztlicher Behandlung. Der Arzt sagt, es ist nichts Ernsthaftes. Es ist nur eine Art Kreislaufschwäche. Eins dieser mysteriösen Leiden, von denen Frauen manchmal befallen werden. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt wieder ins Haus gehen, Liebste. Du warst lange genug draußen. Ich hoffe, wir können Sie beide auf der Hochzeit begrüßen. Vergessen Sie nicht, übernächsten Sonntag. Wir werden es versuchen. Madeline, sag Ori auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Ori. Ladies und Gentlemen, bleiben Sie bitte ganz still stehen. 21, 22, 23, 24, 25. Danke. Und die reizenden Damen mich bitte für einen Augenblick entschuldigen. Madeline. Madeline. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Ja, pardon, ich verstehe nicht. Warum tust du so fremd? Was ist denn bloß los mit dir? Haben Sie meinen Mann vielleicht irgendwo gesehen? Ich muss ihn finden. Sprich mit mir. Lass mich dir helfen. Das ist nicht nötig. Ich muss unbedingt noch mal mit dir reden. Nein, das ist unmöglich. Madeline, du weißt, ich gebe niemals auf. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Thank you.
Natürlich hat mir James von seinem Interesse an der Politik erzählt, aber dass er in die Führung der Sezessionsbewegung berufen wurde, also das. Ich hatte ja keine Vorstellung, was für einen mächtigen und einflussreichen Mann ich heiraten würde. Ich hoffe nur, dass ich als seine Frau auch einer solchen Ehre gerecht werden kann. Du würdest eine wunderbare First Lady der Republik South Carolina abgeben. Findest du das auch, Brett? Kommt ganz darauf an, was du möchtest. James Glück ist das, was ich möchte. Wenn wir die anderen Südstaaten auch dazu bewegen können, sich loszusagen, wer weiß, James, sie könnten dann Präsident von etwas noch viel Größerem werden. Als erstes würde ich Schluss machen mit dieser verdammten Antisklavereibewegung im Norden und Weibern wie dieser Hazard-Furie. Vielleicht hast du vergessen, dass die Hazards Freunde von uns sind. Ach, ich fürchte, ich habe nicht daran gedacht, dir zu sagen, dass Brett mit Virgilias Bruder Billy befreundet ist. Wir haben die Absicht zu heiraten. Nun dann, akzeptiere bitte meine Entschuldigung. Und mein tiefstes Bedauern. Ist das nicht der hübscheste Ring, den man je gesehen hat? Seht nur, wie er funkelt. Ich schwöre, ich habe nie zuvor etwas so Schönes gesehen. Forbes, ich dachte schon, du wärst gegangen. Ohne mir auf Wiedersehen zu sagen. Ich bin hier, um dir meine letzte Aufwartung zu machen. Und dich hinüber zu begleiten zu deinem Ehemann. James scheint sich der Aufmerksamkeit seiner politischen Freunde nicht entziehen zu können. Darf ich? Ich frage mich, ob dein Mann wohl so großzügig ist, mir zu erlauben, dich in dein Schlafzimmer zu begleiten. Das heißt, dass du plötzlich wieder von einem heftigen Kopfschmerz befallen werden müsstest. Es wäre doch unhöflich, die Gäste allein zu lassen. Du hast mir mal gesagt, selbst wenn du James heiratest, würdest du auch weiterhin mit mir. Ich sage nie etwas, das ich nicht meine, Forbes, aber nun, ich möchte etwas dafür. Alles. Es betrifft meine Schwester und Billy Hazard. Das ist ein wahres Verbrechen. Brett will diesen Yankee heiraten, wo sie doch mich haben könnte. Und Billy hätte mich geheiratet, wäre meine kleine Schwester nicht. Und wenn er dich und mich nicht im Baumwolllager erwischt hätte. Er hat doch nie darüber gesprochen, oder? Nein, aber wer weiß, ob er es nicht doch noch tut. James würde sich von mir scheiden lassen, schneller als eine Schlange zubeißen kann. Und dich töten. Wir müssen diesen Yankee möglichst bald loswerden, dann haben wir nichts mehr zu befürchten. Tust du das für mich? Was geht nur in deinem teuflischen Gehirn vor? Das wirst du schon noch erfahren. Ein andermal. Ich werde doch auf meiner Hochzeit nicht über solche Details reden. Den Kind. Nein! Na komm schon, ist doch... Ist dir nicht gut? Musst du darüber reden? Es ist mir so peinlich. Es braucht dir doch nicht peinlich zu sein. Wo es doch für dich das erste Mal ist, da ist es doch ganz natürlich. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so unangenehm ist. Du wirst schon noch deinen Spaß daran haben, das verspreche ich dir. Du bist doch hoffentlich nicht enttäuscht von meiner Unerfahrenheit. Im Gegenteil, ich würde es gar nicht anders haben wollen. Ich habe mich für dich aufgespart, James. Aber du musst behutsam mit mir sein. Ich muss mich erst langsam an meine Pflichten als deine Ehefrau gewöhnen können. Nur ein bisschen Geduld. Und Verständnis, darum bitte ich dich. Ich werde versuchen, es dir leichter zu machen. Mhm. Nur nichts überstürzen, James. Wir haben noch Zeit genug. Dafür. Wir haben noch ein ganzes Leben vor uns, James. Ja, natürlich, aber so lange werden wir doch nicht warten müssen. Ein ganzes Leben, James. Denk immer daran. Und jetzt? Geh schlafen. Na, geh. Gute Nacht. Thank you.
als wären wir überhaupt nicht verheiratet. Ich muss mich hier zu Tode langweilen, wenn sich mein Mann in New Orleans amüsiert. Wenn James glaubt, dass ich mich hier einsperren lasse, in diesem abscheulichen alten leeren Haus, wo ich mit niemandem außer Niggern reden kann, dann irrt er sich gewaltig. Ori, bring mich nach New Orleans. Was? Kommt nicht in Frage. Warum nicht? Ich möchte gelegentlich mal mit meinem Mann zusammen sein. Wir hatten nicht mal richtige Flitterwochen. Die Sezessionsbewegung ist offenbar viel wichtiger für James. Du musst wissen, sie ist wichtig für uns beide. Ich teile seine Ansicht nun mal. Nun, dann solltest du dir auch der Gefahr bewusst sein, die dein Mann mit seinen Plänen für South Carolina auf sich nimmt. Er schürt ein Feuer, das mehr und mehr außer Kontrolle gerät. Ein Feuer ist das, was wir brauchen, damit Leute wie du sich unserem Kampf anschließen. Wann begreift ihr endlich, was Sezession bedeuten würde, dass wir die Industrie des Nordens zum Überleben brauchen? Die Trennung der Staaten wird nichts anderes bewirken als den Niedergang des Südens. Was ist mit der Sklavenhaltung? Willst du, dass sie abgeschafft wird? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sieht doch wohl komisch aus. Du da draußen auf den Feldern, Seite an Seite mit Mama und Brad. Du hast recht. Du gehörst zu deinem Ehemann. Ah, dann fährst du mich nach New Orleans? Nein. Du wirst auf seiner Plantage auf ihn warten, nicht auf meiner. New Orleans am gleichen Abend. Wir wollen eins nicht vergessen, meine Freunde. Wir haben eine Revolution gegen die Tyrannei gemacht, um diese Nation zu gründen. Die Bundesregierung hat sich nicht in die Angelegenheiten des Staates South Carolina einzumischen. Nein! Darf sie überhaupt einem souveränen Staat Vorschriften machen? Nein! Nein, meine Freunde! Jeder weiß, die Staaten haben Rechte. Rechte, die uns garantiert worden sind durch die Verfassung der Vereinigten Staaten. Und wenn die Bundesregierung sich nicht in der Lage sieht, diese Rechte zu respektieren, dann gründen wir einen unabhängigen Staat! No time there, I'm not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. In Dixieland, where I was born, early on, what was the morning? Look away, look away, look away, Dixieland. I wish I was in Dixie. Hooray, hooray, in Dixieland. I'll take my stand and live and die in Dixie. Away, 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 that's not Dixie. Away, away. Großartig. Ja. Ein großartiger Mann. Ja, ganz normal. Anton hat sich selbst übertroffen. Ja. Wenn ich dir gefalle, können wir ja auf mein Zimmer gehen. Wir werden sicher viel Spaß haben. Ihre Rede heute Abend war ein voller Erfolg, James. Die Leute haben so oft gejubelt, dass einem die Ohren wehtun. Ich schätze mich glücklich gehört zu haben, Sir, wie Sie Ihren Ansichten, unseren Ansichten, Ausdruck verleihen. So unglaublich breit. Ich danke Ihnen, Major Bett. Ich freue mich, dass Sie unsere Ansichten teilen und nicht die von Mr. Jefferson Davis. Viele von uns Militärs verabscheuen Davis' feige politische Linie. Man sollte ihm aber seinen Heroismus in der Vergangenheit zugutehalten. Vergangenheit, Sie haben recht. Jetzt will er nur noch Frieden, als ob es sowas geben könnte. If the Union is dissolved and a new Southern nation falls under Davis's leadership, I'll have no place in either army. As a Southerner, I could never bear arms against my homeland.
but I could not support Jefferson Davis. That would be a great loss to the South, Major Bent. So we must make sure that Mr. Davis is never in a position to cost us the services of men like you. Gentlemen, ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange warten lassen. Ihre Damen sind es wert, Madame Conti. Freut mich, dass Sie dieser Ansicht sind. Othil wird allerdings erst in einer halben Stunde frei sein. Vielleicht eins der anderen Mädchen? Othil ist die Einzige, auf die es sich zu warten lohnt. Soweit es mich angeht jedenfalls. Diese Gentlemen sind heute meine Gäste, Madame Conti. Gentlemen, treffen Sie Ihre Wahl. Sie entschuldigen mich, Gentlemen, aber Mary Lou ist noch so neu im Metier, dass sie noch nicht so gut allein zurechtkommt. Und das ist für mein Geschäft nicht gut. Sie sind ein großzügiger Mann, Sir. Ein Mann in meiner Position ist stets auf das Wohl seiner Freunde bedacht. Ist das nicht Ori Main? Sie kennen den Mann? Sogar sehr gut. Wir waren zusammen in West Point. Später hat er unter mir im Mexikanischen Krieg gedient. Unter meinem Kommando erhielt er sogar die Tapferkeitsmedaille in Churubusco. Das ist sicher Ihr Hochzeitsbild, Mr. Huntoon. Das kann ich mit Stolz sagen. Meine reizende Frau ist eine Schwester, Ori Mains. Oh, sie ist wirklich schön. Sie sind zu beneiden. Und wer ist diese Dame? Ich meine, sie schon gesehen zu haben. Madeleine Lamotte, eine enge Freundin der Familie. Merkwürdig, der Name sagt mir nichts. Nur das Gesicht kommt mir bekannt vor. Aber eine solche Schönheit verwirrt ja auch leicht. Ich werde schon noch darauf kommen, woher ich dieses Gesicht kenne. Nun genug davon, Sir. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer wunderschönen Frau. Danke, Major. Darf es wieder Suzanne sein? Ja, danke, Madame. Da ich auf Othil noch warten muss, Madame, trinken wir doch eine Flasche Champagner in Ihrem Büro. Ich sehne mich danach, diesen Raum wiederzusehen. Pomp, bring uns eine Flasche von unserem besten Champagner. Dieses Gemälde haben Sie schon immer bewundert, Major. Ja, das stimmt. Sagten Sie nicht, die hätte mal für Sie gearbeitet? Sie war noch viel schöner als Othil. Und natürlich bedeutend teurer. Auf Sie, Madame. Ihr Schönheitssinn wird nur noch übertroffen von Ihrem Erwerbssinn. Wie wahr? Was ist aus der Frau geworden? Oh, sie ist schon ziemlich lange tot. Sie war mir sehr ans Herz gewachsen. Ich fühlte mich einsam, nachdem sie geheiratet hatte. Aber sie liebte ihn. Ich konnte nichts dagegen tun. Wen hat sie denn geliebt? Einen Kunden. Mit einem etwas weniger ausgefallenen Geschmack als dem ihren. Warum sind Sie so neugierig? Weil die Frau auf diesem Bild mich an eine Frau erinnert, die ich einmal geliebt und verloren habe. Wir beide haben die gleichen schmerzlichen Erinnerungen, Madame. Bitte erzählen Sie mir mehr. Nun, sein Name war Nicolas Fabré. Er war ein überaus angesehener, sehr wohlhabender Mann. Als Lorette mir erzählte, dass er sie heiraten wollte, habe ich zuerst schallend gelacht. Ich sagte ihm, dass er sie doch nicht unbedingt heiraten müsse, um mit ihr zu schlafen. Er habe doch bereits bezahlt für das Privileg. Aber Sie haben geheiratet. Ja.
Sie hatten ein Kind. Ein kleines Mädchen. Es war eine sehr schwere Geburt. Lorette ist kurz darauf gestorben. Was geschah mit dem Kind? Fabre verließ die Stadt kurz nach Lorettes Tod und nahm seine Tochter mit. Es war auch besser so. Zu viele Menschen wussten, was ihre Mutter war. Sie meinen sicher, wer sie war? Was sie war? Sie war zu einem Viertel Negerin, Kreolin. Das Kind hat also Niggerblut. Bei Lorette habe ich nie daran gedacht. Das ist wirklich eine tragische Geschichte, Madame. Die tragische Geschichte einer Frau, die einen Maler zu diesem schönen Bild inspiriert hat. Wissen Sie, wo das Kind jetzt ist? Es muss inzwischen erwachsen sein. Ich hoffe nur, dass sie ihr Geheimnis bewahrt hat. Wenn es je herauskommt... Bei mir ist es sicher aufgehoben, Madame. Das versichere ich Ihnen. Nun, ich bin sicher, Othil wird jetzt für Sie bereit sein. Ganz kurz Ausgang, es wird doch hoffentlich nichts dazwischen kommen, sonst verpassen wir uns noch. Nein, bestimmt nicht, Brad. Wir waren ja noch nicht einmal in Belvedere. Billy werden wir erst auf dem Rückweg sehen, wenn wir den Zug in Philadelphia nehmen, klar? Ich bin wohl ein bisschen zu ungeduldig. Nein. Ich weiß, wie dir zumute ist. Ich kann es ja auch kaum erwarten, George seine Gewinnanteile an der Spinnerei auszuzahlen. Und ich freue mich, George und Constance wiederzusehen. Ja, ich auch. Ich danke dir, dass du mich mitgenommen hast, Orin. Es ist viel angenehmer, in Begleitung zu fahren, wie du zu Hause so scharfsinnig bemerkt hast. Der Zug fährt in 5 Minuten im Bahnhof ein, Herrschaften. In 5 Minuten. Entschuldigen Sie, Sir. Wir müssen dort umsteigen und haben eine Menge Gepäck. Könnten Sie uns netterweise einen Gepäckträger besorgen? Nicht meine Aufgabe. Vielleicht hätten Sie sich ein paar Sklaven zum Helfen mitbringen sollen. Ich habe Ihnen nur eine höfliche Frage gestellt. Ich schicke Ihnen einen Gepäckträger. Was ist nur los mit diesen Leuten? Wir hatten nichts als Ärger, seit wir abgefahren sind. Liegt es an mir? Mache ich was verkehrt? Du siehst eben aus wie ein typischer Südstaatler. Wir sind noch in Maryland. Wir haben noch nicht mal den Süden verlassen. Es gibt hier eine Menge Leute, die mehr Yankee als Südstaatler sind. Alles ist anders, Ori, seit unserem Besuch bei den Hazards. Ich spüre es. Wir sind hier einfach nicht mehr willkommen. Und du willst Billy immer noch heiraten? Natürlich will ich das, so wie du mit George befreundet bleiben möchtest. Das will ich, ja. Aber kann ich das auch? $80,000! Ich kann's kaum glauben, Ori. Ich freue mich schon darauf, wenn Stanley es erfährt. Er hat mir vorausgesagt, die Spinnerei würde ein komplettes Desaster werden. Nicht gerade freundlich, die Leute im Zug hierher. Na und, was soll's? Bist eben im Zug nur ein paar ungebildeten Menschen begegnet. Du weißt, wir sind nicht alle so. Naja, einige schon.
Dabei fällt mir ein, meine Schwester ist hier. Virginia ist zu Hause? Vorübergehend. Sie kommt nur nach Haus, wenn sie muss. Wenn sie Geld braucht. Danke. Und Vorräte. Nur dann. Sie sieht entsetzlich aus. Und sie... Sie lebt immer noch in Philadelphia? Du meinst, ob sie noch mit Grady verheiratet ist? Hm. Ich glaube schon, obwohl sie es nicht für nötig hält, darüber zu sprechen. Es muss sehr schwer für dich sein. Es ist sehr schwer für meine Mutter. Ich glaube, sie wird es nie verwinden, dass Virgilia einen Neger geheiratet hat. Und du, was ist mit dir? Ich könnte Virgilias Ehe akzeptieren, wenn ich die Gründe dafür verstehen würde. Genug davon. Wie geht's Charles? Ist er noch in Texas und kämpft gegen die Indianer? Nein, schon lange nicht mehr. Er ist jetzt jenseits des Rio Grande und jagt einen mexikanischen Banditen namens Cortina. Gott sei Dank haben wir wenigstens einen in unseren beiden Familien, der weiß, gegen wen er kämpft und warum. Bitte, Gentlemen. Entschuldigt, wenn ich euch störe. Ich möchte eure Meinung hören. Gefällt es euch? Es ist wunderschön. Ich muss sagen, du hast nie entzückender ausgesehen. Danke, Ori. George hat es mir geschenkt. Es ist aus Paris. Ich werde es auf dem Wohltätigkeitsball in Lehigh Station tragen. Ein Original Charles Worth Modell. Meint ihr nicht, dass es ein bisschen zu irisch aussieht? Och, es ist wirklich wunderschön. Es sieht einfach hinreißend an dir aus, meine Liebe. Ich habe nur Angst, dass es ein bisschen zu gewagt ist für einen bürgerlichen Wohltätigkeitsball. Aber das soll mir egal sein. George hat es mir gekauft und ich liebe es. Virgilia, ich bitte dich, dieses eine Mal solltest du dich mit deinen entsetzlichen Ansichten zurückhalten. Geh mir aus dem Weg! Du wirst sie nur noch mehr aufbringen. Virgilia, was für eine Überraschung. Hallo, Britt. Hallo, Ori. Virgilia? Ich wusste gar nicht, dass Sie zu Besuch hier sind. Ich bin ja auch das bestgehütete Geheimnis dieser Familie. Weißt du, dass George mich auf dem Dachboden verstecken wollte? Aber es ist mir gelungen, aus dem winzig kleinen Fenster rauszuklettern. Virgilia, bitte. Ihr werdet sicher froh sein zu hören, dass ich morgen in aller Frühe nach Chambersburg fahre. Ja, wirklich. Und dort arbeite ich dann für den großen John Brown. Habt ihr von ihm gehört? Wer hat das nicht? Er und seine 5 Söhne haben in Kansas Sklavenbesitzer abgeschlachtet. Für mich ist er ein Mörder. Ich habe erwartet, dass Sie so etwas sagen. Dass Sie jeden in den Schmutz ziehen, der es wagt, etwas gegen die Sklaverei zu tun. Du hättest ihr nicht erlauben sollen, hier zu bleiben. Virgilia, du hast mir versprochen. Planen Sie neue Massaker? Als seine Mitarbeiterin? John Brown ist der neue Messias. Eines Tages wird er ihre Sklaven zur großen Revolution führen. Und wer sich uns in den Weg stellt, stirbt in Blut und Feuer. Und sie werden der Erste sein. Schluss jetzt, wir gehen. Komm, Brett. Oh nein, Ori. Warten Sie bitte. Du bist mein Fleisch und Blut, aber diesmal bist du zu weit gegangen. Ich wünsche, dass du sofort dieses Haus verlässt. Nein, Mutter. Sie sollen gehen. Sie wollen die Wahrheit nicht hören. Die Wahrheit ist zu viel für einen Südstaatler. Er kann sie nicht ertragen. Die Wahrheit? Sie kennen ja nicht mal die Bedeutung dieses Wortes. Ich bin es leid, für jeden Fehler, der im Süden vielleicht begangen wurde, verantwortlich gemacht zu werden. Und ich werde mir nicht länger die Lügen einer geistesverwirrten, widerlichen... Ori, das reicht. ...Fanatikerin anhören. Sie und ihre angeblich gequälten Schwarzen.
Woher haben Sie nur diese Fantasien? Aus billigen Hintertreppenromanen? Erregt es Sie, wenn Sie an Schwarze denken? Haben Sie Grady deshalb geheiratet, um es am eigenen Leib zu erfahren? Ori, hör auf damit! Sie sind ein schlechter Mensch. Und Schlechtes sieht Schlechtes in allem. Aber Sie und Ihresgleichen sind am Ende. Ich habe gesagt, der Tag wird kommen und jetzt ist er da! Halte den Mund! Halte den Mund und geh wieder zurück zu deinem Neger, wo du hingehörst! Jetzt dürfte wohl eine Entschuldigung angebracht sein. Dieses Mal werde ich sie nicht akzeptieren. Dieses Mal bist du an der Reihe und zwar bei uns allen. Du stehst also auf ihrer Seite? Ich kritisiere die Reden, die sie führt und ihre Methoden. Aber meine Schwester steht auf der richtigen Seite. Dann haben wir einander nichts mehr zu sagen. Du hast recht. Das haben wir nicht. Dann lass bitte umgehend unser Gepäck zum Männerhaushotel bringen. Wir werden morgen früh abreisen. Komm, Brett. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich schwören, dass er Virgilia absichtlich provoziert hat. Nur um unsere Familie zu beschämen. Kein Wort mehr, Isabel. Nicht ein einziges Wort. Ich kann es einfach nicht glauben. Wie konnte er gehen, ohne sich für sein Verhalten zu entschuldigen? Ihr hättet euch beide entschuldigen sollen. Virgilia natürlich auch. Vor allem Virgilia. Du hast doch selbst immer darauf bestanden, jedes Mal, wenn sie an der Türschwelle gekratzt hat, sie reinzulassen. Sie tat mir so schrecklich leid, George. Niemand in der Familie scheint ihre Ehe zu akzeptieren. Bist du sicher, dass es eine Ehe ist und nicht nur eine politische Demonstration? Ich glaube, sie liebt Grady wirklich. So wie du mich liebst. Ich möchte nicht ungerecht sein. Ich weiß, es ist leicht, Virgilia für alles verantwortlich zu machen, aber es hat nichts mit den Meinungsunterschieden zwischen Ori und mir zu tun. Komm zu mir, Liebling. Ori Main ist der beste Freund, den du hast. Bei eurem Streit darüber, was in diesem Land falsch ist, habt ihr oft eure Freundschaft aufs Spiel gesetzt. Und du weißt, das hat ihr nichts geschadet. Weil meine Argumente genauso stark sind wie seine. Ich verteidige weder Virgilias noch John Browns Methoden. Aber ich glaube nicht, dass ein Mensch in Sklaverei gehalten werden kann, nur weil seine Haut schwarz ist. Wie kann ich also alles ablehnen, für das Ori eintritt, und trotzdem sein Freund bleiben? Philadelphia, Pennsylvania, zwei Tage später. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wünsch mir Glück. Ori, ich möchte Ihnen danken, dass ich Brett sehen durfte. Ich weiß, es war nicht leicht für Sie, es uns zu erlauben. Hat sie dir erzählt, was in Belvedere geschehen ist? Aber das ist ein Streit zwischen Ihnen und meinem Bruder. Das hat nichts mit Brett und mir zu tun. Nein, Billy, da bin ich anderer Meinung. Wir beide wollen heiraten. Sie können Ihre Zustimmung nicht verweigern, nur weil Sie sich mit George streiten. Nein, natürlich nicht. Aber ich war und bin skeptisch und das aus den gleichen Gründen, die dein Bruder gegen eure Heirat vorzubringen hat. Sollen wir denn so lange warten, bis die Probleme unseres Landes gelöst sind? Das wäre vielleicht eine kluge Entscheidung.
Und was, wenn wir uns entscheiden, trotzdem zu heiraten? Ohne Ihre Erlaubnis. Ich glaube nicht, dass meine Schwester sich dem Wunsch ihrer Familie widersetzen würde. Aber du kannst sie natürlich gern fragen. Danke. Genau das werde ich tun. Entschuldige mich. Komm. Ist schon gut. Wir werden eine Lösung finden. Ich schreibe dir. Ja, gut. Leb wohl. Einsteigen! Alles einsteigen, bitte! Steig ein. Virgilia, was machst du denn hier? Ich gehe dahin zurück, wo ich hingehöre, Billy. Was? Und Türen schließen. Mein Leben, Ori. Ich sollte darüber entscheiden, nicht du. Du redest schon wie Ashton. Wenn du vorhast, deinen Kopf durchzusetzen, sag es gerade heraus. Nein, das will ich nicht. Wenigstens solange noch eine Chance besteht, dass du es dir anders überlegst. Sie müssen alle den Zug verlassen. Wo sind wir? Wir sind umgeleitet worden. Wir sind in Harper's Ferry, Miss. Bitte beeilen Sie sich. Ein Mann wurde schon erschossen. Kommen Sie! Na los, bewegt euch! Wir werden euch Sklavenhaltern schon zeigen, was ihr wert seid. Wir werden euch an die Sklaven in Virginia verfüttern! Ich will wissen, warum wir hier festgehalten werden. Noch ein Schritt und deine Reise endet hier, Sklaventreiber. Nimm das Gewehr runter, Oliver. Wir wollen uns mit diesen Leuten nicht streiten. Ich nehme an, Sie sind der Anführer, Sir. Ja, der bin ich, Sir. Und ich rate Ihnen, einen respektvolleren Ton anzuschlagen, wenn Sie mit mir und meinen Männern sprechen. Sie haben die Ehre, mit Captain Smith zu reden, Oberbefehlshaber der provisorischen Regierung der Vereinigten Staaten. Und das sind Angehörige meines Stabes. Sie reden, als wären wir hier im Krieg, Sir. Sie sagen es, wir befinden uns im Krieg. Meine Männer und ich sind den ganzen Weg von Kansas raufgekommen, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Und für die Freiheit der Neger in diesem Staat zu kämpfen. Was haben Sie mit uns vor? Ihnen tun wir nichts.
Aber die Miliz muss von der Richtigkeit unseres Ziels überzeugt werden, die Sklaven dieses Staates zu befreien. Wenn die Miliz sich auf einen Waffenstillstand einlässt, werden wir über ihre Freilassung verhandeln. Aber ich warne Sie. Eine falsche Bewegung oder ein Fluchtversuch. Und wir schießen. Also los, ihr Sklaventreiber! Ab in den Bahnhof! Na los, die Damen auch, wenn ich bitten darf. Er ist großartig, nicht wahr? Virgilia! Ich habe Ihren Rat befolgt, Mr. Main. Ich bin zu meinem Mann zurückgegangen, dem Nigger Grady. Er hat mich mit seinen tapferen Soldaten im Zug entdeckt. Verstehen Sie denn nicht, dass Sie hier in großer Gefahr sind? Zurück! Bleiben Sie, wo Sie sind! Wir haben Befehl, auf jeden zu schießen, der uns Ärger macht. Sie werden sicher erraten, wer diesen Befehl erteilt hat, Mr. Main. Er nennt sich zwar Captain Smith, aber wir beide wissen, wer er ist. Wir sprachen über den Mann, der dieses Land erretten wird. Ich freue mich, dass Sie ihn endlich kennengelernt haben, den großen John Brown. Grady, du musst sie hier wegbringen. Weißt du nicht, was euch hier alle erwartet? Hör auf mich! Von Ihnen will ich nichts hören. Folgen Sie den anderen. Oder ich erschieße Sie. Nimm das Gewehr runter, Grady. Und bring Virgilia hier weg. Ich nehme keine Befehle an. Von Dreckskerlen wie Ihnen. Nicht mehr. Noch tausende ehemaliger Sklaven, wie ich einer war, werden sich vereinigen. Das sagt der Captain. Und wenn ihr uns aufhalten wollt, wird euer Blut in Strömen fließen. Ja, das stimmt. Blut wird fließen. Grady, Grady, begreifst du nicht? Ihr könnt nicht gewinnen. Es wird euer Blut sein. Dann, weißer Mann, bist du als Erster dran. Nein! Grady, nein! Lass ihn. Priam. Ja, Mr. Ory. Sie haben nicht erwartet, mich wiederzusehen, nicht wahr? Oh, Priam. Ich habe mal seinem Vater gehört. Aber Mr. Ory hat mir geholfen zu fliehen. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich schon seit 10 Jahren tot. Prime, du gehörst jetzt zu uns. Du bist ein freier Mann und schuldest ihm gar nichts. Die Freiheit im Norden, die ist nicht das, was ich erwartet hatte. Die meisten Leute dort behandeln Neger auch nicht besser. Ich bin zum Captain gekommen, weil ich nicht wusste, wo ich sonst hin sollte. Ich hatte es ganz einfach satt, ewig wegzulaufen und mich zu verstecken. Es ist besser, wie ein Mann zu kämpfen und zu sterben wie ein Mann. Captain! Captain! Captain, die Miliz ist im Anmarsch und die Städte haben sich auch bewaffnet. Oliver, schnell, die Leute sollen wieder in den Zug. Wir ziehen uns zurück. Was ist mit den Geiseln? Wir holen uns andere aus der Stadt. Vorwärts, wir haben nicht viel Zeit. Also los da! Bringt die Leute in den Zug zurück! Schnell! Schnell! Na los! Steigt ein! Virgilia, du musst zurück in den Zug. Hier ist kein Platz für dich. Nein, ich verlasse dich nicht. Es ist zu gefährlich. Ich liebe dich. Ich will bei dir sein. Virgilia, es geht nicht. Du musst mich allein lassen. Werf die Stämme hier rüber! Aus dem Weg da, Vorsicht! Alles mir da! Wir stürmen die Stadt! Weg damit! Fasst mal mit an! Auf!
Ihr müsst verschwinden! Die Miliz kommt immer näher! Hörst du? Du musst dich jetzt verstecken. Ich komme nicht später hoch. Nein, ich bleibe und kämpfe auch. Virgilia, bitte. Bitte, Madam, Sie müssen gehen. Da sind ein paar von den Rebellen. Fertig. Legt an. Feuer! Eine Deckung! Zweite Reihe vorwärts zum Angriff! Leg an! Feuer! Vorwärts! Feuer frei! Ich werde dir zeigen, ich kann auch kämpfen! Virginia! Runter! Wenigstens war ich ein freier Mann. Für kurze Zeit. Sag sowas nicht, Brady. Du darfst nicht sterben. Virginia, ich hör dich. Vergiss nicht. Ich. Nein! Nein! Mörder! Ihr seid alle Mörder! Kommen Sie! Nehmt eure Hände weg von ihm! Rührt meinen Mann nicht an! Fahrt alle zur Hölle! Ihr glaubt, er ist tot, nicht wahr? Er ist nicht tot! Er ist frei! Brady! Gehen wir! Brady! Kommen Sie doch! Brady! Sie hätten ihn nicht hängen dürfen. Solange er lebte, war er nur ein Verrückter. Aber jetzt machen Sie aus ihm einen Märtyrer. Emerson nennt ihn schon einen Heiligen. Ich habe jetzt noch Albträume, wenn ich nur an die Nacht in Harper's Ferry denke. Und doch, so schlimm es auch sein mag, diese Männer tun mir leid. Tun dir leid? Brad, wer hat ihm denn bei seinen Überfällen geholfen? Die Gegner der Sklaverei haben das Geld gespendet. Die Milizen haben ein paar hundert Gewehre gefunden, da wo er sich versteckt hielt. Waffen für die Sklaven, die sich ihm angeschlossen haben? Der Süden lässt sich eine Menge gefallen, aber nicht, dass Yankees Negern Waffen geben, um Weiße zu ermorden. Jetzt werden sich sogar Südstaatler, die keine Sklaven halten, sich gegen den Norden wenden. Du sprichst von einem Krieg? Zwischen Menschen, die einander lieben sollten. Ich fürchte, es gibt keinen Weg, ihn noch zu verhindern. Diese Schwachköpfe! Army of the Lord. He's going to be a soldier in the army of the Lord.
Hallo, Virgilia. Kongressabgeordnete Green. Es ist lange her, seit Sie in Philadelphia Ihre erste Rede gehalten haben. Was wollen Sie denn hier? Ich will Sie hier rausholen. Es ist alles geregelt. Ich verstehe nicht. Sie sind frei, Sie können gehen. Nein. Nein, ich war auch an dem Aufstand in Harper's Ferry beteiligt. Auch ich will mich dafür vor Gericht verantworten. In der Öffentlichkeit denkt man aber, dass Sie nicht beteiligt waren. Das ist nicht wahr, nein. Man wird Ihnen kaum das Gericht als Plattform zur Verfügung stellen. Sie haben eingesehen, dass es ein großer Fehler war, John Brown zu verurteilen und hinzurichten. Virgilia, bitte. Sie hören doch auch diese Stimmen da draußen. Niemand will jetzt noch einen Märtyrer haben. Insbesondere keine Frau. Virgilia, Sie können weder der Sache noch sich selbst helfen, wenn Sie hier drin bleiben. Kommen Sie mit. Bitte. Wie haben Sie mich eigentlich gefunden? Sie kannten doch den Namen gar nicht, unter dem ich jetzt... Ich gebe zu, Sie haben es mir schwer gemacht. Ich hatte gehört, vor langer Zeit schon, Sie hätten sich zusammengetan mit einem früheren Sklaven namens Grady, dem Sie dazu verholfen hatten, aus South Carolina zu fliehen. Und dann habe ich Ihre Spur verloren. Das haben die meisten. Dann las ich den Bericht über den Überfall bei Harper's Ferry. Der Name... Garrison Grady stand auf der Liste der Toten. Ich war mir nicht sicher, ob es derselbe Grady war, weil dieser Vorname für einen Neger ziemlich ungewöhnlich ist. Er hat den Namen von Garrison übernommen, dem großen Bostoner Sklavenbefreier. Daran dachte ich auch und deshalb stellte ich neue Nachforschungen an. Ich erkundigte mich nach der Frau, die verhört, aber nicht verhaftet worden war in Virginia. Und dann erfuhr ich, dass eine Mrs. Grady hier irgendwo in Washington in Einzelhaft war. Tja, so habe ich sie dann ausfindig gemacht, im Irrenhaus. Man hat mich da reingesteckt, damit jeder glaubt, ich sei verrückt. Sind Sie's? Was glauben Sie? Ich... Nehme an, Sie nennen sich immer noch Grady, um Ihrer Familie die Schande zu ersparen? Meiner Familie. Dieser Heuchlerbande. Nein, mein lieber Kongressabgeordneter. Bitte. Nennen Sie mich Sam. Wenn Ihnen Sam lieber ist. Ich wollte nicht, dass meine Familie wusste, wo ich war. Nicht, um Ihnen Schande zu ersparen, sondern um Sie davon abzuhalten. Besonders meinem Bruder George, sich einzumischen. Ich wollte meinen Auftritt vor Gericht. Das ist mir klar. Aber der Grund dafür, dass ich mich Mrs. nenne, ist einfach der, dass ich es bin. Und darauf bin ich stolz. Wollen Sie damit sagen, dass Sie verheiratet waren? Ich meine, Sie und Grady haben wirklich geheiratet? Wir haben uns geliebt. Er war ein wundervoller Mensch.
Dessen bin ich sicher. Und er starb für eine gute Sache, für eine noble Sache. Sein Tod wird gerecht werden. Mhm. Viele Menschen im Norden fordern das bereits. Für alle Helden von Harper's Ferry. Aber ich gehöre nicht zu den Helden. Warum haben Sie sich also die Mühe gemacht, mich rauszuholen? Meine liebe Virgilia, erinnern Sie sich, dass ich schon vor einigen Jahren mein Interesse an Ihnen bekundet habe? Oh ja. Als ich meine erste Rede gehalten habe, haben Sie mir freundlicherweise dazu gratuliert. Ich habe Ihnen nicht nur Komplimente wegen Ihrer Rede gemacht, falls Sie sich erinnern. Ich erinnere mich auch, Sie darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass Sie verheiratet sind. Hat sich da was geändert? Nein. Ich bin auch jetzt noch verheiratet. Aber über dieses Thema brauchen wir gar nicht zu reden. Das freut mich. Sam, ich werde vielleicht nie über Gradys Tod hinwegkommen. Aber falls ich je an einen anderen Mann denken sollte, dann denke ich dabei auch an eine zweite Ehe. Don't make your terms too hard and fast, my dear. Meaning what? Meaning I've lost some value, some bargaining position by marrying Grady? You know it's not that. No, I mean that the man you should be with ought to be a man who can best serve your needs. He may prove to be married. He may even prove to be me. I never asked you for your help, sir. Wer weiß, eines Tages werde ich Ihnen Kraft meines Amtes vielleicht erneut helfen können. Ich bin auf dem besten Weg, einer der mächtigsten Männer im Kongress zu werden. Und ich erreiche im Allgemeinen das, was ich will. Daran zweifle ich nicht. Ich bin Ihnen dankbar für die Hilfe, die Sie mir heute geleistet haben. Aber bitte bemühen Sie sich nicht. Ich möchte mich lieber auf meine eigene Kraft verlassen. Und sollte ich Ihre Hilfe je benötigen, danke ich Ihnen, dass Sie mir zu verstehen gegeben haben, was Sie von mir wollen. An Ori, nicht wahr? Weißt du, George, ich verstehe euch beide einfach nicht. Erwachsene Männer, beste Freunde. Aber wenn ihr Streit habt, bringt es keiner von euch übers Herz, den ersten Schritt zur Versöhnung zu machen. George, je länger du wartest, desto schwerer wird es. Das weiß ich, Constance. Wenn ich das hier sehe, muss ich wieder an Mexiko denken. Mein Gott, waren wir jemals so jung? Sieh dir das an, er lächelt. Kannst du mir vielleicht sagen, warum er lächelt? Er weiß, dass Lincoln gewählt wird. Weiß er auch, dass er dann demnächst in den Krieg ziehen wird? Aber George, du willst doch auch, dass Lincoln Präsident wird. Ich bin dafür, dass die Republikaner gewinnen, Constance. Aber wenn er die Wahl gewinnt, verlieren wir den Süden. Das haben sie klar ausgedrückt. Aber wir sind gegen den Süden. Wir haben Hunderten von Sklaven zur Flucht verholfen. Ja, das ist das Problem. Alles, was wir tun, ist das Gegenteil von dem, wofür Ori eintritt. Und deshalb ist es so schwer für mich, zu ihm zu gehen. Und wenn es zum Krieg kommen sollte, wird das, was zwischen uns steht, nie aus dem Weg geräumt werden. Ich werde gegen Ori kämpfen müssen. Und Krieg bedeutet töten, Constance. Man muss seine Feinde töten. Wir
Wir sollten nicht so viel ans Töten denken, George. Du und ich sollten mehr ans Leben denken. Besonders heute. George. Ich kann dir etwas sehr Erfreuliches von Dr. McLean berichten. Constance? Ich wollte es dir erst sagen, wenn ich ganz sicher sein konnte. Und jetzt bist du sicher? Wir bekommen ein Baby im Frühjahr. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Das wird uns helfen, alles leichter zu überstehen. Wir müssen die Leute immer wieder daran erinnern, dass Gerrit Smith ein Anhänger von John Brown ist. Halten Sie das für klug, Mrs. Grady? Ich meine, ein Mann, der sich selbst in eine Irrenanstalt einweist, nachdem... Weil er befürchtet hat, einem Attentat von Sklavenbesitzern zum Opfer zu fallen. Glaubt ihr denn nicht, dass Mr. Smith diesen Heuchler aus Illinois schlagen wird? Natürlich glauben wir das, Mrs. Grady. Lincoln muss geschlagen werden. Und Gerrit Smith ist der richtige Mann dafür. Dieser Lincoln ist ein Feigling. Er will die Sklaverei dort aufrechterhalten, wo sie bereits existiert. Das ist gegen alles, wofür Grady gestorben ist. Ich weiß, Mrs. Grady. Und Gerrit Smith wird es nicht vergessen. Ich sorge dafür, dass es niemand vergisst. Wir werden vollenden, was wir in Harper's Ferry begonnen haben. Was zu tun? Wo ist mein Arznei? Gib her! Sie dürfen nicht zu viel nehmen. Wo ist Mom Sally? Sie hätte mich nicht warten lassen. Wo ist sie? Ich brauch sie! Mom Sally? Sie ist tot, Mrs. Muggley. Haben Sie das vergessen? Gut für Sie. Unsere Jungs verlassen West Point in Scharen. Wann gibt's endlich Krieg? Was meinst du? Innerhalb eines Jahres. Ich werde ein eigenes Regiment aufstellen. Und das biete ich dann... Guten Abend, Liebes. Möchtest du eine Erfrischung? Ich möchte gar nichts. Immer noch eine sehr schöne Frau. Bisschen blass für meinen Geschmack. Ich finde, sie hat sich in den letzten Monaten völlig verändert, Onkel. Sie ist so seltsam ruhig in der letzten Zeit. Ja, darüber bin ich auch sehr froh. Aber sag mal, was gibt's Neues? Was erzählt man sich in Charleston? Was willst du? Ich dachte, das Haus bricht zusammen.
Lass ihm Zeit, Brad. Von mir aus kann alles zusammenbrechen. Und ich auch. Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ori, du kannst mir nicht ewig aus dem Weg gehen. Du weißt, worüber ich mit dir reden will. Ich will nicht über Billy Hazard reden. Über keinen Hazard. Das ganze Thema widert mich an. Es ist aus und vorbei. Nein! Ori, ich wollte eigentlich warten, bis du mal wieder nüchtern bist. Der sympathische und verständnisvolle Bruder, der du immer warst. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das je wieder geschieht. Und ich kann nicht länger warten. Ich habe einen Brief von Billy erhalten. Er kommt hierher nach Charleston. Was? Ja. Ja, er ist nach Fort Moultrie versetzt worden. Er tritt im November seinen Dienst auf Sullivan's Isle an. Und wir können dann heiraten, wann immer wir wollen. Ich verbiete es. Ori. Ich möchte Frieden in dieser Familie und ich wollte deine Zustimmung, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das noch wichtig ist. Wie meinst du das? Ich glaube nicht, dass du noch fähig bist, Entscheidungen zu treffen. Weder für mich, noch für dich selbst. George Hazard war der einzig wahre Freund, den du je hattest. Seit eurem Streit bist du mit dir und der ganzen Welt uneins. Du schließt dich ein, du trinkst allein, du kannst nicht mehr lachen. Du tust mir furchtbar leid, aber ich werde mir mein Leben nicht von dir ruinieren lassen. Du hast also vor, Billy Hazard zu heiraten? Gegen den Willen der Familie? Familie? Mutter ist auf meiner Seite und Charles ist immer noch Billys bester Freund, obwohl er in Texas ist. Deinen Segen will ich haben, Ori. Brad. Wenn Lincoln gewählt wird, kommt es bald zum Krieg gegen die Yankees, gegen alle Yankees. Wenn du jetzt einen Yankee heiraten willst, bist du verrückt. Lieber bin ich verrückt als das, was du bist. Einer, dem alles egal ist. Brad. Es ist mir nicht egal. Warum kannst du einfach nicht verstehen, wie es ist, wenn man liebt? Liegt es vielleicht daran, dass du selbst nie das Bedürfnis gehabt hast, dich zu verlieben? Ob ich liebe oder ob ich nicht liebe, geht dich nichts an. Du tust mir leid, Ori. Du hast Angst, dass eine Frau dir etwas bedeuten könnte. Ah! Brad, Brad, verzeih. Es tut mir leid. Vielleicht tut's dir leid. Aber das spielt keine Rolle mehr. Nichts spielt mehr eine Rolle! Mr. Ori! Mr. Ori! Mr. Ori! Miss Brett, sie ist weg. Sie ist nach Charleston gefahren. Was denn, mitten in der Nacht? Ja, Sir. Miss Brett hat 4 Koffer mitgenommen. Kaffee hat sie gefahren. Wohin gefahren? In ein Hotel? Nein, Sir. Sie hat gesagt, sie fährt zu Miss Ashton. Ich meine, Mrs. Hamtoon. Miss Brett sagt... Sie weiß nicht, wann sie zurückkommt. Na. Jet, räum hier auf und öffne die Fenster. Ja. Kaufen Sie zur Unterstützung der Sezession eine Kokarde für Ihren Hut. Eine Kokarde zum Anstecken an Hut und Revers. Kaufen Sie Kokarden. Da kommt der Gorilla, den die Yankees ins Weiße Haus setzen wollen. Rettet den Süden und seine Kultur. Kauft Kokarden für Hut und Revers. Kauft Kokarden, da ist der Holz. Charleston, South Carolina, einen Tag später.
bist wach. Ja, jetzt bin ich's. Ist das nicht der entzückendste Hut, den du je gesehen hast? Siehst du das hier? Das macht es zu einem Sezessionshütchen. Ist das nicht süß? Es ist hübsch, Ashton. Bis auf den Namen. Ich muss jetzt leider weg, aber ich lasse dir Kaffee heraufschicken. Es ist schon nach 12 und ich werde nicht vor dem Abendessen zurück sein. Aber heute Abend werden wir uns dann unterhalten, nicht? Über Billy und die Hochzeit. Aber ja, das sollten wir wirklich. Schwesterchen, du weißt, du kannst hierbleiben, so lange wie du willst. Soweit es mich anbelangt, aber ich meine, es ist nur gut, dass James in Columbia ist, um den Sezessionskonvent zu organisieren. Warum ist das gut? Dann haben wir genug Zeit, um uns eine Geschichte zu überlegen. Wir können James nicht einfach sagen, du bist gekommen, um Billy Hazard zu heiraten. Als die beiden sich das letzte Mal sahen, ist Billy auf James losgegangen und hat ihn als Puddinggesicht beschimpft. Oder sowas ähnliches. Es tut mir leid, Ashton. Ich hätte lieber nicht kommen sollen. Ach, mach dir nichts draus. James ist ein altes Puddinggesicht. Mach dir keine Sorgen, ich regle das schon und werde auch mit Bruder Ori reden. Liebste Ashton. Wir müssen uns was einfallen lassen, dass Billy das Gefühl hat, willkommen zu sein. Trotz allem, was die Leute hier über das Yankee-Ungeziefer in Fort Moultrie denken. Billy und ich wissen, worauf wir uns einlassen. Im Süden wie im Norden des Landes. Aber wir lieben uns und lassen uns nicht davon beeinflussen. Es ist dein Leben, Schwesterchen. Es ist nicht nur meins. Wir hoffen, dass unsere Heirat beide Familien wieder zusammenbringt. Ashton, du bist doch nicht etwa hinter Billy her. Aber Kind, das war doch nur eine dumme kleine Schwärmerei. Ich habe durch meine Heirat das erreicht, was ich wollte. Und dich haben wir auch bald verheiratet. Aber jetzt muss ich gehen. Ich habe Charles noch nie so aufregend erlebt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie aufregend das Leben hier ist. Halten die dumme Person nicht zu Ohrfeigen, allein der Gedanke, diesen Yankee zu heiraten. Natürlich habe ich so getan, als wäre ich auf ihrer Seite. So hast du. Aber natürlich. Dann habe ich beide da, wo ich sie haben will, wenn die Zeit gekommen ist. Die Zeit für was? Die Zeit der Abrechnung. Forbes Lamotte, du hast es doch nicht vergessen? Du hast versprochen, dass du mir hilfst, wenn ich abrechne. Mit Brad und Billy Hazard. Du weißt doch, das ist der einzige Grund, weshalb ich hier bin. Der einzige Grund? Naja, der einzige vielleicht nicht. Du bist ein wunderbarer Liebhaber, Forbes. Viel besser als James. Von James habe ich sowieso nichts. Entweder ist er zu beschäftigt oder zu müde oder mit den Gedanken woanders. Seine große Geliebte ist die Politik. Darling, James Hantoon weiß wirklich nicht, was er an dir hat. Oder wenn er es weiß, ist er unfähig, damit was anzufangen. Aber reden wir doch nicht über ihn. Oder Brad. Oder diesen Yankee. Halt, so weit sind wir noch nicht. Erst will ich wissen, was du vorhast. Kannst du dir das nicht denken? Ich meine, um zu verhindern, dass Brad und Billy Hazard heiraten. Und James womöglich von diesem Yankee erfährt, dass er uns im Baumwolllager erwischt hat. Naja. Es würde mir nichts ausmachen, diesen Hazard zu töten. Oder jeden anderen Yankee, wenn es sein muss. Aber wenn er in dieses Yankee-Fort versetzt wird und dieser Trottel von Lincoln gewählt wird, kommt es sowieso zum Krieg. Und die Yankees im Hafen werden als erstes dran glauben müssen. Weshalb also die Mühe? Weißt du, ich möchte nicht, dass eine so persönliche Rache von einem blöden Krieg erledigt wird. Ich könnte auch mit deiner Rache warten, bis er sie geheiratet hat. Dann nehme ich die reiche Witwe und es könnte mir egal sein, wie der Krieg ausgeht.
Nachdem sie dir seinetwegen den Laufpass gegeben hat, hast du denn überhaupt keinen Stolz, Forbes? Eigentlich nicht. Ich überlasse den Stolz und das Denken, wie immer dir. Du sagst mir, was du willst, und ich mach's. Das weißt du doch. Und wenn die Yankees ihn wollen, diesen Lincoln, dann sag ich zur Hölle mit ihnen! Wir können uns verdammt noch mal selbst besser regieren als dieses hinterwäldlerische Großmaul! Diese Yankees wollen unsere Sklaven befreien? Dann sollen sie nur herkommen und es mal versuchen! Unseren Empfang werden Sie nie vergessen, das verspreche ich. Lieutenant Hazard? Zu Diensten, Sir. Lieutenant Meade, das ist Lieutenant Snyder. Sir? Wir sind hier, um Ihnen ein sicheres Geleit nach Fort Moultrie zu geben. Ich komme mir schon vor, als wäre ich auf feindlichem Boden. Für Offiziere aus dem Norden ist es hier auch nicht ganz ungefährlich. Ich hätte nie geglaubt, dass es schon so schlimm ist. Ich werde euch sagen, was Sezession wirklich heißt, meine Freunde. Nämlich, dass wir das behalten, was uns gehört. Unsere Ehre, unseren Stolz und unsere Sklaven! Wir wollen unsere Sklaven behalten! Und wenn es Abe Lincoln nicht gefällt, soll er nach Afrika zurückgehen, wo er herkommt. Kämpfen, dabei ist Lincoln noch nicht einmal gewählt. Wir müssen das Fort halten, ganz gleich, was auch geschieht. Gehen wir lieber zurück. Gentlemen, dürfte ich um einen kurzen Umweg bitten, um meine Verlobte zu besuchen? Sie wohnt hier ganz in der Nähe, in East Battery. Ich bin früher angekommen und habe deshalb noch Zeit. Ihre Verlobte ist in Charleston? Ja, Sir. Dann sollten Sie sie sofort nach Hause schicken. Sie ist hier zu Hause. Sie ist aus dem Süden? Ja, Sir, das ist sie. Ich hätte sie längst geheiratet, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte. Nun, das ist dann was anderes, Lieutenant. Tut mir leid, aber ein Besuch bei Ihrer Verlobten kommt nicht in Frage.